Bitcoin Means Biz. Racehome wird präsentiert von Audi, Vorsprung durch Technik. Fanatec, die echte Simulationshardware. PlayStation, for the Gamers. Speedpool, Premium-Content für Premium-Kunden. Uptrend, das Lifestyle-Magazin von UpSportsline. Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Lauf in der RCCO. Und wir sind hier zu Gast auf einer sehr bekannten Strecke. Tom Christensen ist natürlich hier auch schon unterwegs gewesen und auch in diesem Land. Wir sind in Japan. Tollen Circuit Fuji Speedway. Es ist unmittelbar am Mount Fuji gelegen, ungefähr in der Mitte von Japan. Es ist ein großes Abenteuer, wenn man da hingeht, und jeder, der auf der Strecke war, ob im Sportwagen oder wie auch immer in der DTM im letzten Jahr das Debüt, jeder liebt es hier, Rennen zu fahren. Und Audi war gut dabei im letzten Jahr hier in Japan. Eine ganz lange Gerade hier auf Start und Ziel. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge Windschattenspiele. Ja, definitiv. Die Strecke ist optimiert für Formel 1 vor 12 oder 14 Jahren. Ist das ein bisschen umgebaut worden. Der letzte Sektor 3 wurde am meisten verändert. Ein bisschen Mickey Mouse, sehr viel Mickey Mouse, sehr viele langsame Kurven, aber gleichzeitig geht's hoch und runter, vor allem in dem langsamen Sektor 3. Sektor 1 und 2 ist sehr identisch zu dem, was der alte Fuji Speedway geboten hat. Es geht um Topspeed und es geht um sehr viel Effizienz beim Bremsen und Stabilität und sicher gehen, dass man gute Traktion hat, wenn man aus der Kurve rauskommt. Das gibt's alles noch, aber die extra Dimension ist im dritten Sektor. Da wird es ziemlich hart, schnell durchzukommen. Aber es gibt ja viele Fahrer, die hier Erfahrung gesammelt haben, also ich freue mich auf den großen Kampf um den Sieg in diesem Rennen. Wir freuen uns natürlich auf genau dieses Rennen. Nico Müller ist der Führende in der Meisterschaft. Der kann heute den Deckel drauf machen. Der einzige Konkurrent, den er hat, ist Robin Freins, Zweiter in der Tabelle. Er hat aber ein spezielles Handicap heute, also schauen wir mal auf die Spezialitäten dieses vorletzten Laufs. Holt sich Nico Müller heute den Hashtag Racehome-Titel? Nur Robin Freins kann ihn noch schlagen, aber der hat ein Handicap, denn zum ersten Mal muss er mit einem Controller fahren. Das WRT-Team hat zum ersten Mal zwei Autos am Start. Kelvin van der Linde ist zurück am Steuer des schwarzen WRT-Bs. DTM-Rookie Fabio Scherer ersetzt heute René Rast. Er fährt in denselben Farben wie sein neuer DTM-Audi. Doppeltes Handicap für Loic Duval, der weiter mit einem Controller unterwegs ist, aber sich auch noch das Schlüsselbein gebrochen hat. Er bekommt Unterstützung von einem Landsmann, nämlich von Batman. Der Sieger des Design-Contests kommt dieses Mal aus Frankreich und ist ein großer Fan von Loic. Dieses Auto wird vor allem unserem Co-Host Tom Christensen gefallen. Es wurde von Steffen Walter entworfen. Mit dieser Special Livery ist er heute in Fuji unterwegs.
Damit herzlich willkommen auch von meiner Seite zur vorletzten Veranstaltung. Wir sind zu Gast in Fuji. Die DTM-Fahrer kennen diese Strecke mit dabei heute. Unser Gastfahrer, Gewinner des Design Contests, Signum Driver im Batman Design, der Franzose mit dem Namen Thomas Poisson, 37 Jahre alt, hat er sich qualifiziert bzw. durch sein Design durchgesetzt. Die DTM-Fahrer haben entschieden, er darf mitfahren. Scotty Vacho Nimas und Nico Müller, der heute den Deckel drauf machen kann. Los geht es schon. Und Thomas hält sich da wacker vorn die Strecke hier. 4,563 Kilometer lang am Fuße des Mount Fuji. 16 Kurven gilt es zu überstehen, zu absolvieren, um am Ende weiterzukommen. Wie in den Veranstaltungen vorher qualifiziert sich der Sieger direkt für das Halbfinale. Alle anderen haben später nochmal über den Hoffnungslauf die Chance, ins Halbfinale reinzukommen. Scotty jetzt vorn, aber durch den kleinen Fahrfehler kommt er daneben die Strecke und gibt auch gleich wieder die Führung her an Nico Müller, den Tabellenführer. 16 Punkte sein Vorsprung auf Robin Freins. Und ja, er kann sich heute den ersten RCCO Race Home E-Sport Titel holen. Das ist unser Gastfahrer, Signum Driver. Der Kollege aus Frankreich, der seit Beginn, seit der PlayStation 1 hier in Gran Turismo unterwegs ist. Also durchaus Sim-Racing-Erfahrung gesammelt hat, hält sich da auch gut auf der zweiten Position. Allerdings Nico Müller schon vorne eine Sekunde weg, während wir hier Michael Nimas gerade weit ab der Strecke gesehen haben. Zum ersten Mal im Rennspeed über die lange, lange Gerade. Jetzt gilt es, den Windschatten zu nutzen, sich zu ducken hinter dem Gegner und möglichst ransaugen zu lassen im Slipstream und dann den Angriff zu setzen in der ersten von 16. Doppelrechts. Der 3 fällt immer noch eng zusammen, während Nico Müller da vorne ganz entspannt vorneweg tobt. Hält sich Thomas Poisson wacker auf Platz 2. Seine Tochter im Übrigen ein riesengroßer kleiner Fan von Loic Duval. Und sie sind beim US Home der ersten Veranstaltung mit der Gottke. Bei dem schauen wir gerade mal ins Wohnzimmer und aus seiner Fahrerperspektive über die Haube des Audi e-tron Vision Gran Turismo, wie er über den japanischen Kreis jagt auf der Suche nach der zweiten Position. Signum Driver hier sehen wir. Steffen, what are you doing? Und das ist er, der Kollege aus Frankreich. Arbeitet im Lebensmittelbereich und ein passionierter Simracer. Nico Müller got comfortable in the lead, but then it seemed like he can't really run away, or is he making sure that he just finishes without mistakes? Thomas Poisson is coming in second position and we see very much Marini, come on, guys. Yeah, you have to let him die again, please. Okay, go guys. Nico Müller abgeräumt von unserem Gaststarter. Scottke got into the lead by that. Damit Scottke vorne im Hintergrund. Very focused, Björn Scottke. You saw him putting a lot of energy into his braking. And now possible on the last lap, it's possible to make the progress into the semi-final. Und damit hat Björn Skotke die besten Müller ist back in second. Runde liegt er vorne, 2,8 Sekunden vor Nico Müller, hat Skotke die besten Chancen einzuziehen, direkt ins Halbfinale. Durch den Rempler Nico Müller erstmal raus, aber Thomas Poisson entsprechend gewartet, um den Schweizer wieder nach vorn zu lassen. Damit unser französischer Gastfahrer insgesamt Position verloren. Und hier sind wir beim führenden Björn Skotke. Dem wird der Sieg nicht mehr genommen. Hier sehen wir den dritten Sektor, über den Tom Christensen vorhin gesprochen hat. Geht da schön nach oben und jetzt auf die lange Gerade. Und Scotty wird der sein, der als erster die Linie überfährt und sich damit direkt qualifiziert fürs Halbfinale.
Scott gibt vor Müller. Glückwunsch, Scotty. War schon. Thank you very much. I was a bit lucky because of your issues. Well done, herzlichen Björn Glückwunsch, Scott. Björn Scott. Was für ein Sieg. Du warst am Ende der zweiten Runde auf der dritten Position. Du hast dann den Windschatten genutzt von Thomas Poisson. Was ist dann in der letzten Runde passiert? Yes, I was on the rear of the both. Ich war hinter den beiden. In front of me and they had a little Die kamen da zusammen, gab einen kleinen Vorfall. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Und davon habe ich profitiert, konnte vorbeigehen. Und die letzte halbe Runde habe ich dann sicher übers Ziel gebracht. And good luck in the toll und viel Erfolg im Halbfinale. Vielleicht hat Nico ein bisschen früh gebremst. In jedem Fall unser Gastfahrer Thomas Poisson deutlich zu spät gebremst und damit gab es dann eben diesen Platztausch zu deinem Gunsten. Gratulation. Ja, genau das hat sich Robin Freins wahrscheinlich gewünscht. Nico Müller muss sich jetzt über Q4 qualifizieren und damit sind die Hoffnungen auf die Meisterschaft von Robin Freins noch offen. Der Kampf in der Meisterschaft zwischen Nico und Robin, der im Mittelpunkt der ganzen Action steht, und wir gucken mal auf den Kampf bisher in der Saison. Der Race Home Titelkampf hat sich auf zwei Fahrer reduziert. Nur Robin Freins und Nico Müller haben noch eine Chance. Los ging's beim ersten Race Home Rennen in Spa-Francorchamps. Nico Müller damals noch mit einem Controller unterwegs und noch mit den ein oder anderen Schwierigkeiten. Sein Teamkollege Robin Freins verpasste trotz dieses Fehlers nur knapp den Sieg. 6 Punkte für ihn, 0 für Nico. Weiter ging es in Monza mit einem weiteren Podiumsergebnis für Robin Freins und den ersten Punkten für Nico Müller. Und die ersten heftigen Rangeleien zwischen den beiden Teamkollegen. Es war der Auftakt einer spannenden Saison. Nach 3 Siegen ist Nico Müller der klare Favorit auf den Titel. Kann Robin Freins das Ruder nochmal herumreißen? Wir werden es gleich wissen. Wir stehen im zweiten Qualifikationsrennen, allerdings nicht dabei Thomas Vogt, der mit Verbindungsproblemen zu kämpfen hat. Damit trotzdem Calvin van der Linde, Bettina Schuller, Loic Duval und only four cars. Die hier aufgereiht sind, sich bereit machen für dieses Thomas Rennen. Is not im Hintergrund noch leichte Diskussionen über den fehlenden Thomas Vogt und los geht schon Calvin van der Linde, der an diesem Wochenende erst die virtuellen 24 Stunden von Le Mans absolviert hat, 24 Stunden E-Sport, und hat es dabei auf die gesamt siebte Position geschafft. Tolle Leistung, und jetzt kann er zeigen, wie er den Audi e-tron Vision Gran Turismo hier in Fuji beherrscht. Der Start ist ihm schon mal gut geglückt, tobt da vorne weg im WRT Audi des belgischen Privatteams. Dahinter Bettina Schuller, die wir auch schon mal auf dem Podium gesehen haben. In Brands Hatch ist das gewesen. Da geht's heiß her um die dritte und vierte Position. Robin Freins, der noch Hoffnungen auf den Titel hat. Allerdings sollte er sich da anschicken, den Sieg zu holen. Calvin van der Linde tobt vorne weg. Der kann das richtig gut, ist allerdings mit Controller unterwegs. Das macht es nicht einfacher für den Südafrikaner. Robin Freins hat sich vorgearbeitet auf die zweite Position. Rückstand noch knapp über eine Sekunde auf den führenden Calvin van der Linde. Bettina Schuller, bei denen nehmen wir gerade mal Platz. Die Redakteurin bei Speedpool, der Agentur in Hamburg, spezialisiert auf alle Themen rund um den Motorsport, macht da Jagd
auf den Niederländer. Rückstand in der Tabelle, aktuell 16 Zähler und damit absolvieren wir die erste von drei Runden. Erstmal die 4,563 Kilometer des Fuji Speedway. Ohne Probleme absolviert, da kommt der Angriff schon mal leicht von außen. Und Franz zieht da kurz raus, bleibt da dicht innen dran. Den Boden mittlerweile gut gemacht auf den führenden Kelvin van der Linde. Das wird noch ein heißer Kampf in den anderthalb Runden, die noch zu gehen sind. Positioniert sich da schon mal hinter dem schwarzen Audi e-tron Vision Gran Turismo in seiner Blase im Design seines DTM. Oh man, Kelvin van der Linde kurz von der Strecke und dann nutzt Robin Freins seine Chance, geht durch. Duval folgt entsprechend auf der zweiten Position. Looks a bit weird, 300, look like Kelvin van der Linde slowed a bit down. Robin came in, there was a contact. It's a bit of confusion. Bisschen Nevertheless, before the end of the corner, we have Robin Freins in the lead, where he needs to be. He needs to geworden. Be in the lead to go straight into the. He needs to be straight into the. Dann nach leichtem Kontakt von der Strecke ab und wir hören von Tom Christensen, dass er sich am besten direkt qualifiziert für das Finale. Damit steht er nämlich in der ersten Reihe. Läuft die Ball auf der zweiten Position, halbe Sekunde zurück. Damit gehen sie in dieser Reihenfolge rein in die letzte Runde. Duval kommt ein Windschatten außen vorbei. Leichte Berührung beim Einlenken. A little bit of rubbing contact. Aber nicht der Rede wert. Frank Bieler, der fünffache Le Mans-Sieger, wacht als Rennleiter über das Geschehen. Long 100R. It seems not to be flat out in these cars. Or am I wrong? Looks like a good line for all three drivers. Vollgas hier. It's Bettina Schüller now up to third as Kelvin van der Linde is battling with some issues. Kelvin van der Linde ist mit sich selbst beschäftigt, entsprechend Bettina, is there ready Bettina Schüller auf die dritte Position nach vorn gekommen, beziehungsweise sie hält wacker diese Platzierung. Loic Duval leicht abgeschlagen. For myself, Loic Duval is incredible. Sector 3, is it enough to beat Robin Freins? Duval enorm stark im dritten Sektor, aber reicht das, um Robin Freins da vorne noch einzuholen, ihn am direkten Sieg zu hindern? Im Moment scheinen die Waffen stumpf. Und da ist er auf Start und Ziel, Robin Freins. Der wird sich den Sieg holen. Goes for the semifinal. Direkt im Halbfinale stehen. Die können sich nochmal qualifizieren über Q4, das Hoffnungsqualifying. Oh, good. How are you so fast with the controller, Robin? Well done, herzlichen Robin Glückwunsch, gut gemacht, exactly Robin Freins, genau das hattest du vor. Bisschen Druck aufbauen auf Nico Müller. Du bist direkt ins Semifinale gekommen, du bist aber in Kempten. Wo bist du denn im Moment genau? Hat nichts zu tun mit Abt Sportsline DTM. Also ich bin bei meiner Freundin in Kempten, in deren Apartment, da habe ich kein Playseat dabei, deswegen habe ich den Controller zum ersten Mal. Aber bislang läuft es, so wie ich mir das vorgestellt habe, direkt ins Semifinale. Und jetzt schauen wir mal, was Nico macht im Hoffnungsquali Q4. Alright, good luck. Viel Erfolg, das wird auf jeden Fall aufregend im Halbfinale. Du musst in jedem Fall jede Menge Punkte sammeln. Viel Erfolg dabei. Robin hat getan, was er tun musste, ist jetzt im Halbfinale und Nico muss sich in Q4 nochmal qualifizieren. Das ist natürlich hohes Risiko, weil nur die Top 3 kommen weiter in diesem vierten Qualifying. Jeremy Green mit viel Pech in dieser Saison bislang, hatte sehr viele Probleme mit dem Internet und seiner Playstation und hier sehen wir warum. Leider hat sich Jeremy Green bei Race Home daran gewöhnen müssen. Während die anderen losfahren, bleibt sein Auto stehen. Sein Spitzname
Mr. Startbug. Auch wenn es nur ein Computerspiel ist, ist das wirklich schade. Man freut sich auf den Start, aber wenn die Lichter angehen, weiß man nicht, ob man beim Spiel dabei ist oder nicht. Einige Male war ich einfach nicht dabei. Oh! Oh! About the start bugging in the end. No! Jamie, to the front, huh? No start bug, please. Die Erklärung des Briten für die Probleme? Ich lebe in einer ländlichen Gegend und deswegen ist meine Internetverbindung nicht besonders stark. Ich fliege also immer wieder aus dem Internet heraus und deswegen kann ich einfach nicht losfahren, wenn es im Rennen startet. Mr. Startbug hat die Lösung gefunden und damit ist wieder mit ihm zu rechnen. Ich habe mich letztes Mal mit einem Kabel mit dem Internet verbunden und beides Mal konnte ich losfahren. Drittes Qualifying-Rennen, wieder drei Runden auf dem Fuji Speedway. Fünf Protagonisten mit dabei. Stefan Walter, den kennen wir bereits, den 32-jährigen Softwareentwickler aus Langenfeld. Mit dabei auch Matthias Franzen, der sich zuletzt beim RCCO-Rennen in Interlagos mit zwei zweiten Plätzen hier rein qualifiziert hat. Fabio Scherer mit dabei, der WRT-Fahrer in der DTM dieses Jahr. Jamie Green und Mike Rockenfeller, der Initiator der RCCO Race Home neben Thomas Vogt. Und da geht's los. Delfino, good start Stefan from Walter, all five. Hält sich da vorne, aber alle fünf gut gestartet. Hören wir von Tom Christensen im Hintergrund. Ja, da gibt es leichten Kontakt und drei sind schon von der Strecke runter. Kurz, Jamie Green schnappt sich damit die Führung. Rocky auf der zweiten Position. Da hinten gelauert auf ihre Chance. Yeah, Brite, Jamie Green hat die Nase vorne. Hey, Jamie. Mike Rockenfeller grüßt von der zweiten Position. Baut ein wenig Druck auf. Aus der Haarnadel raus. Anbremsen wieder. Sorry, Rocky. Mit leichter Bewegung anlehnen auf der Innenseite. Jamie Green unbehelligt vorne, 0,7 Sekunden weg. Dieser wunderschönen Strecke in Japan. Das. It's good lines, everything looks good. Unser Gastfahrer. Yeah, now there should be some slipstream. Alles schaut gut aus. Wir schauen mal ins Wohnzimmer. Thanks to Jamie. Bei yeah. Den you Kollegen, den sich hier Jamie, die Option eingekauft hat. Whoa. Mike Rockenfeller greift Jamie Green nice an, geht auf die Schienenbahn und drückt sich durch. Tolles Ding, Jamie da leicht neben der Strecke, aber hält Platz 2. Good respect between the German and the Brit. Die beiden haben sich always, Jamie. Ordentlichen Respekt gezollt. Yeah. Almost. That's what you get with quality. Yeah. Exactly. Just wait wie immer, for next corner. Die beiden. Last lap, baby. No, it's one more. Yeah, you're only on the second. You are. On board by Jamie Green. Rockenfeller, he protects his line into B corner. He schmeißt die Tür zu. Ooh, he understeers over the curb. Untersteuern pressure. Auf die Curbs. Getting company. Druck wird aufgebaut von Jamie Green. Aber Fahrfehler und Delfino greift jetzt den Briten an. Rocky abgeschlagen vorne. Long auf die Startzielgerade. Mega lange Gerade. Duckt sich rein im Windschatten und hofft drauf. Die Boxing. Wind Shadow. Angezogen wird. Oh, man. Green war da etwas verwundert, ob Mike Rockenfeller möglicherweise die Box reinfährt. Da kommt der Angriff und Jamie Green geht durch. Bye-bye. Ein bisschen zu viel. Ein bisschen arg spät gebremst. Damit hätte man den zweiten Platz gehabt. That was a nice try. I think it's over. Er hat es in jedem Fall probiert.
Jamie Green hat sich nichts vorzuwerfen, aber damit hat er natürlich seine direkte Qualifikation erstmal weggeworfen. Es liegt jetzt an Steffen Walter, da vorne Mike Rockenfeller noch abzufangen, bevor er als erster den Zielstrich überquert. Konzentration in Langenfeld. Letzte Kurve. Ne, jetzt gehen wir rein in den dritten Sektor. Das schlänglige Mickey-Maus-Stück, wie es Tom Christensen genannt hat. Den Berg hoch. Rechts, Doppel, links. Ah, noch. Aber Rocky lässt unserem Gaststarter keine Chance da, dann respektive vorbeizukommen, wenn der reingeht in die letzte Doppelrechtskurve. Auch Start und Ziel kommt und sich direkt qualifiziert. Almost. Für das Halbfinale. Ja, fast, hat's noch geklappt, Steffen. Ja. Sektor. Ja, leider. Ja, because it's still a long way, ja. Yeah. Langer Weg. I think if you would also, have stayed tight, direkt would have weiter. Been close. Ja. Yeah. Good race. Ja, yeah, thank you. Good. You were better. Okay, ready? Steffen, you improved. It's first time like a track I know. Well done, Gratulation, Mike Rockenfeller. Du bist jetzt direkt ins Halbfinale aufgerückt nach einem tollen und schönen Kampf mit vor allem Jamie Green. Ich hatte meine Daumen gedrückt für Steffen Walter, der da richtig Boden gut gemacht hat. Und ich mag natürlich dieses Wagendesign, weil es Tom Christensens 24-Stunden-Design ist. Aber es war dann das Anbremsen in die letzte Runde rein, das deinen Grundstein zum Sieg gelegt hat. Wie fühlt sich's an? Ja, die Strecke ist natürlich absolut beeindruckend. Mit Steffen und Jamie hatte ich einen tollen Kampf. Wir waren ein bisschen optimistisch nach dem Windschatten in der ersten Kurve. Aber wir müssen es einfach probieren. Es geht hier wirklich nur um den Sieg. Ich bin glücklich, dass ich weitergekommen bin, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr geübt, vielleicht in Q4, aber ich bin glücklich und ich hoffe, dass ich heute endlich mal ins Finale komme. Wir freuen uns, darauf zu sehen, wie du weiterkommst, und ich glaube, heute wird das Semifinale wahnsinnig aufregend. Aber bevor wir zum nächsten Qualifying-Lauf kommen, schauen wir nochmal zurück auf den DTM-Test auf dem Nürburgring, wo Mike Rockenfeller sehr viel Übung gesammelt hat. After a 6 months break, getting back to your race car is something very special. Yeah, super, super happy to finally be back in a pit lane, back at the track, back behind the steering wheel and actually driving a real car and not only simulator. We try to squeeze out everything and try to find more details in the setup work to be better prepared for this year. It's my last chance with Audi together and I really want to have a good season and I want to win the championship. I think with the results we can be really happy. I mean, with our cars, with the factory cars and also with the customer team, we collected a lot of data. This we have to analyze now, so we can be really happy with everything. Teilnehmer kämpfen jetzt um die Top 3 Platzierungen, um weiterzukommen ins Halbfinale in diesem Hoffnungslauf. Q4 am Fuji International Speedway. Mit dabei der Tabellenführer 16 Punkte vor Robin Freins. It says the host has stopped Nico my video. Und da gibt's Probleme bei Jamie Green. I'm sorry for that, Jamie. Setzen sich in Bewegung. Fabio Scherer, der im Übrigen ja Renny Rast ersetzt bei diesem Lauf hier. Good, are you driving? Champion leider verhindert, aber da geht's schon zur Sache.
Steffen Walter gibt einen Platz her an Loic Duval, der sich hier früh in Führung setzt. Aber auch Nico Müller ist da vorne beim Kampf dabei. Mit Angriff jetzt auf den Zweitplatzierten. Müller, der weiterkommen will, weiterkommen muss, um gegen Robin Freins zu bestehen, der sich ja durch seinen Sieg direkt qualifiziert hat fürs Halbfinale. Toller Kampf hier zwischen Walter und Müller um die zweite Position. Bettina Schuller auf der 4, dann Jamie Green, Franzen Bond. Das ist Matthias Franzen, der Andreas Tranche hier rausgekickt hat durch seinen Erfolg in Interlagos zuletzt. Aber Nico Müller setzt sich mit diesem Manöver hier in Führung. Duval gegen Walter beim Kampf um Platz 2 und 3. Und derweil enteilt der Schweizer vorne. Duval setzt sich durch, macht Jagd. Oh, I break far too early. Deutlich zu früh gebremst, kam da gerade die Meldung. I don't feel the slipstream. Oh, there it is. Steffen Walter auf der Suche nach dem Windschatten. An Bord beim Drittplatzierten, hält sich da rein in die Kurve, läuft überall mit Fehler. Mit ausbrechendem Heck zu kämpfen, dadurch kommt Delfino wieder ran. Bettina Schuller versucht sich Fabio Scherer vom Hals zu halten. Nico Müller 1,4 Sekunden weg vom Rest der Welt. Von Loic Duval, der stabil auf der zweiten Position unterwegs ist. Tina Schuller verfolgen wir. No. Platz 3. Duval nach Fehler heftig zurückgefallen. Walter jetzt auf Platz 2. Und das ist der Führende. Das ist Nico Müller. In der zweiten von 6 Runden, die gleich zu Ende geht. Doppelrechts auf Start und Ziel. Dann gehen wir rein in die dritte Runde. Schuller ist definitiv angekommen im HCCO Race Home E-Sport Thema. Who goes to the semifinal? Top 3, as you know. Number 10. Die Top 3 kommt weiter, das war nochmal die Frage. Penalty. Oh. Fabio Scherer, der auf der vierten Position vor Loic Duval unterwegs ist, den wir hier sehen. 6,3 Sekunden der Rückstand. Das Franzosen auf den führenden Nico Müller. Stefan Waschow auf der 6, dahinter Michael Niemers, Signum Driver Thomas Poisot. Der Gewinner des Design Contests, den Nummer 8 momentan. Duval gegen Steffen Walter. Und Bettina Schuller hat sich durchgesetzt auf die zweite Position. In der Zwischenzeit, hier sehen wir die Lady. Tollen Job, den sie hier absolviert. Und sie ist dabei, sich zu qualifizieren für das Halbfinale. Nochmal 3 Runden zu fahren sind. Und die 2 schnellsten kommen dann ins große Finale und kämpfen eine Runde lang. 6 laps, guys. You're getting a little bit too many penalties. Try to behave. Mit rein in die vierte von 6 Runden. Nico Müller controlling the pace in front of Bettina Schuller, who has quite. Oh, sorry, Loic. Das komplette Thema. Und da gibt es eine Berührung zwischen Delfino und Loic Duval. In der Slipstream ist es unglaublich. Der Windschatten ist wirklich unglaublich, den die Autos hier machen. Ja, lucky guys. Bei Jamie Green, wie wir gehört haben. Duval kämpft sich hier auf der vierten Position ab, um noch
aufs virtuelle Podium zu kommen und damit die Eintrittskarte zu lösen. Fabio Scherer gut mit dabei. Er setzt hier den zweifachen DTM-Champion René Rast mit Würde. Sieg und Driver, das ist Thomas Poisson im Batman-Design gegen Loic Duval im Moment, allerdings auf der sechsten Position. Das gibt er die Blechmedaille. Ja, schauen wir nach Frankreich. Toll, wie viele Gaststarter aus welchen Teilen des Planeten wir in der laufenden Saison schon zu Gast hatten in der Premierensaison der RCCO Race Home Serie. Da ist der Führende hinein in die vorletzte Runde. Sein Vorsprung schon 8,3 Sekunden. Also das scheint Nico Müller keiner mehr nehmen zu können. Die ersten drei Protagonisten haben wir schon für das Halbfinale mit Björn Skotke, Robin Freins und Mike Rockenfeller. Rocky regelmäßig gepunktet, liegt momentan auf der dritten Position in der Tabelle. Schon sechsmal auf dem Podium gewesen. Dritter Platz jeweils. Anderthalb Runden noch. Und das ist der Kampf um den letzten Platz im Halbfinale zwischen Signum Driver und Cherry Fighter. Thomas Poisson versucht hier. Ist dran an Fabio Scherer, der am Nürburgring ja auch seine ersten offiziellen DTM-Testrunden absolviert hat in der letzten Woche. Stefan Waschow, auch er ist noch mit bei der Musik auf Platz 5. Vor Michael Niemers, Stefan Walter, mittlerweile abgeschlagen auf der siebten Position. Cherry Fighter auf Platz 4 nur noch. Thomas Poisson ist durchgerutscht. Da kommt der Angriff aus dem Windschatten und Fabio Scherer, der Schweizer, ist zurück auf den Platz, mit dem es weitergeht ins Halbfinale. Müller vorne auf und davon. Auch Bettina Schuller ungefährdet auf Platz 2, kann sich nur noch mit einem Fahrfehler selbst rauskegeln. Und das ist der letzte Startplatz im Halbfinale. Das ist Fabio Scherer gegen Thomas Poisson, der 37-Jährige. Tough fight for the last position into the semifinals. Harter Kampf, hören wir gerade von Tom Christensen um den letzten Platz. Der einzieht ins Halbfinale. Herr Schuller ist da quasi schon so gut wie mit dabei im letzten Sektor unterwegs. Auch Thomas Poisson scheint sich qualifiziert zu können. Hinter ihm wieder etwas am Kontakt. Zieht sich das Feld wieder etwas weiter auseinander und die Luft wird besser zum Atmen, während sich Nico Müller hier den Sieg holt. Bettina Schuller auf Platz 2 über die Linie fährt. Haben wir wieder mal einen Gastfahrer im Halbfinale Crazy mit dabei. Race, sein Name Thomas Poisson aus Frankreich. Well done, Nico Müller. Herzlichen Glückwunsch, Nico Müller. Unter Druck hast du abgeliefert. Tolles Rennen über sechs Runden hier. Es muss langweilig gewesen sein für dich. Aber ich würde dich gerne fragen, du warst jetzt nach einer langen Zeit wieder zurück im DTM-Auto, kommst gerade zurück vom Nürburgring. Wie hat sich's angefühlt? Mega. Also ich bin groß, ich bin super zufrieden, dass auch im richtigen Leben die Dinge wieder beginnen loszulaufen. Der Geruch von Reifen. Der Test war sehr, sehr gut und produktiv, positiv
from work side of things. So, was die Arbeit angeht, also ich bin froh, dass der Job gemacht ist und ich freue mich auf den Saisonstart in Spa. Aber jetzt ist voller Fokus auf die Meisterschaft hier in der RCCO Race Home. Also viel Erfolg im Halbfinale. Du bist qualifiziert. Sprechen wir auch mit Thomas Poisson, unserem französischen Gastfahrer. Herzlich willkommen in der Meisterschaft und schön, dass du die ganze Zeit der Meisterschaft gefolgt bist und nicht nur deinem Lieblingsfahrer Loic Duval bei seinem richtigen Job als Rennfahrer. Aber jetzt hast du ihn geschlagen und dich fürs Halbfinale qualifiziert. Wie fühlt es sich an? Ich bin natürlich super glücklich. Es ist toll, dass ich in Japan gegen Loic kämpfen darf. Das ist ein Traum, der wahr wird, und ich bin sehr froh, gegen ihn zu kämpfen. Also er ist nicht so happy, weil du hast ihn geschlagen, aber gut gemacht und schön, dass du dabei bist. Viel Erfolg. Toll, dass die Gastfahrer gegen die DTM-Fahrer kämpfen können. Und jetzt schauen wir mal im Halbfinale, wer am Ende ins große Finale kommt. Da sind schon einige der Gastfahrer dabei gewesen. Und jetzt die Frage, ob sich die Meisterschaft heute schon entscheidet oder ob das noch verschoben wird. Die Teamwertung ist schon entschieden. Zwei Fahrer von Abt Sportsline aus Kempten haben sich die Teammeisterschaft geholt. Schauen wir mal rein. Here we go, Nico. Wir hatten mit den beiden Teamkollegen im Audi-Sportteam Abt Sportsline, Robin Freins und Nico Müller, nicht nur jede Menge Spaß. Die beiden waren bei Race Home auch die Fahrer, die es zu schlagen galt. Thomas Biermeier, der CEO von Abt Sportsline, hat die Meisterschaft und seine beiden Fahrer dabei stets genau verfolgt. Erst einmal Glückwunsch an Mike Rockenfeller und Thomas Vogt, die Idee hatten, dieses Spiel zu entwickeln. Es kam genau in der richtigen Zeit und war sehr erfolgreich. Viele Audi-Partner auf der ganzen Welt haben die Rennen übertragen und hatten viel Spaß daran. Auch wir hatten Freude, vor allem weil unsere beiden Fahrer Nico und Robin sehr erfolgreich waren. Sie haben uns den Teamtitel gebracht. Wir sind sehr, sehr stolz darauf. Aber es gibt für das Up-Team in der Charity Racing Serie noch mehr zu gewinnen, denn die beiden Fahrer kämpfen noch um die Fahrermeisterschaft. Und die Meisterfeier ist schon geplant. Wir wollen auch noch die Fahrermeisterschaft, die nur noch zwei Fahrer gewinnen können, Nico und Robin. Wir wünschen den beiden viel Glück für die letzten beiden Rennen. Und dann haben wir schon eine kleine Feier vorbereitet. Vielleicht nicht ganz so groß wie in der realen Welt, aber wir werden ein schönes kleines Barbecue machen und uns bei den beiden Fahrern bedanken. Wir sind im Halbfinale. Ab jetzt gibt's Punkte. Pole Position. Drei Runden. Mike Rockenfeller auf der Pole, Robin Freins daneben. Jens Gottke ist zweiter Reihe. Nico Müller, Tabellenführer auf Platz 4. Bettina Schuller und unserem Gastfahrer Thomas Poiso. Es ist bereitet. Drei Runden liegen an. Die Ampeln gehen an. Aus der Sicht von Mike Rockenfeller. Und ab geht's rein ins Halbfinale. Good start. Toller Start von Mike Rockenfeller. Sie sind auch selbst aufgefallen. Auf der Außenbahn zieht er schön rein. Freins dahinter. Dann Müller. Dann Poso. Scottke und Schuller auf den Plätzen 5 und 6. Nico Müller kann sich den Titel holen. Liegt schon auf Platz 3. Damit hätte er an der vorletzten Veranstaltung sich den ersten E-Sport-Titel geholt in der RCCO Race Home Challenge. Leichter Kontakt damit dem zweitplatzierten Robin Freins. In der Meisterschaft. 16 Punkte liegen die beiden auseinander. Beide unterwegs für das Team Abt Sportsline. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Den Titel haben sie sich vorzeitig geholt in der Teamwertung. So geht durch, vorbei an Nico Müller.
There you go. That's wenn what der I Schweizer was am Ende der Veranstaltung 10 Punkte mehr hat als Robin Freins, dann ist er Meister. Don't let Rocky go, guys. Hey, come on. It's you know, 1 second is not enough. Außen jetzt gegen Nico Müller, aber der Schweizer hat momentan mal die Nase vor dem Holländer. Im Windschatten, das fällt noch eng zusammen. Come on, Robin, now Scotty, I want to see something. Bettina Schuler dahinter, in blau. Ganz in Richtung der ersten Kurve. Yeah, good boy. Come on. Hey, hey, Fuchs. Nico! Position change. Yes, it was called. Yeah, sure not. Okay. Yeah, yeah, put me off. Yeah, sure not. I saw it in the mirror. Yeah, exactly. Diskussion, ob Nico Müller einen abgeräumt hat, verbessert sich aber noch auf die zweite Position. It doesn't come for free. So. He has been the whole year the most aggressive driver. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Keep alone. Er soll das ganze Jahr der aggressivste Fahrer gewesen sein. Natürlich schießen jetzt alle gegen den Tabellenführer, der dran ist am Führenden, an Mike Rockefeller. Slow him down, Rocky, slow him down. See again. Nico. I can't see him. Is he on my bumper again? No, no, safety margin. Ich kann ihn überhaupt nicht sehen. Ist er schon Nico, hinter mir still an der position change, dran? Eh? Sure not. Yeah. It did not leave him enough room. Spieler meldet sich. Yeah, exactly. He just break to oh. Er soll die Position wieder hergeben, hat ihm angeblich nicht genug Platz gelassen, aber das ist natürlich nur im Spaß. Führenden Zehntel nehmen, geht vorbei an Rockefeller, versucht es aus dem Windschatten raus. Oh. Setzt sich in Führung. Top 2 kommen weiter ins große Finale, wo dann 10 und 6 Punkte vergeben werden. Für den ersten und den zweiten Platz. Rockefeller bleibt aber dran jetzt in der letzten Runde. Yeah, we have to look at it after the race. We have to look at it. Ja, Signum Driver. Ja, Thomas Poissot mit von der Partie. Tolle Leistung. Gaststarter hier zeigt. Oh, sorry, Bettina. Da zahlt sich hey, die langjährige Übung aus. Bettina Schuller haben wir kurz gehört, die liegt auf der 5. Position. Das gäbe 2 Punkte für ihr Konto. Oh no. Da vorne tobt der Kampf weiter. Gegen. Come on, Rocky. Gegen Nico Müller. Ist es Robbie? Mike Rockefeller noch an, der sich aber gerade eine Strafe eingefangen hat. In front of you, Bettina. Jetzt? Aha. What happened? Reins liegt auf 4 vor Bettina Schuller. Ja, Nico pusht mich auf. Aber das sind die Top 3. Come on. Und so wie es ausschaut, definitiv kommt Nico Müller weiter. Auch Mike Rockefeller. Und Nico Müller sichert sich vorzeitig den ersten RCCO Race Home E-Sport-Titel. Da gratulieren wir schon mal ganz vorsichtig an dieser Stelle. No, no, he didn't. He should be at least finished fifth. Congrats, guys. Congratulations, Nico Müller. I mean, Glückwunsch, Nico Müller. Du bist nicht ganz so akzeptiert bei deinen ganzen Teamkollegen von Audi Sport. Aber was du gezeigt hast, du bist schön gut älter geworden, hast Erfahrung gesammelt, toll gefahren. Und heute hast du wieder tolle Vorstellung gezeigt und dich fürs Superfinal qualifiziert. Gut gemacht und damit hast du genügend Punkte gesammelt, dass du Champion bist 2020. Ja, danke an euch, danke an jeden, der das Ganze hier realisiert hat. Es geht darum, die Fans bei Laune zu halten und eine tolle Show zu bieten. Und es ist natürlich schön für mich, da ein kleiner Teil davon zu sein und gegen Mike Rockefeller jetzt zu fahren im großen Finale. Das ist toll. Da haben wir die ganze Zeit schon drauf gewartet.
Freuen uns natürlich sehr auf das Superfinale. Gut gemacht, Robin Freins, du hast alles gegeben, was du konntest, um Nico Müller da abzuhalten. Gratulation dazu. Jetzt gehen wir ins Superfinale. Aber vorher schauen wir uns mal die Runde hier in Fuji an, und zwar vom Sieger des Halbfinales, Nico Müller, die Strecke mit der langen Geraden, und der erklärt uns jetzt die Strecke. Ja, los geht's. Pit Exit. Lange, lange, lange Gerade hier in Fuji. Riesen Topspeed. Und dann ist es umso schwerer, auf die erste Kurve zu bremsen. Es ist sehr einfach zu überschießen oder einfach zu früh zu bremsen. Und dann hast du in der ersten Runde schon deine komplette restliche Runde ruiniert. Exit ist wichtig. Schnelle Linkskurve. Scheitelpunkt siehst du nicht, wenn du einlenkst. Möglichst viel Geschwindigkeit mitnehmen und dann auch diese Rechtskurve, die nie aufhört, macht ein bisschen zu am Ende, und dann musst du auf eine enge Linkskurve bremsen, und Fuji auf der rechten Seite zu sehen. Tolle Aussicht. Ich war da ja noch nicht, aber ich habe nur Positives gehört. Hartes Bremsen für eine enge Schikane. Den Körper wischen und den Scheitelpunkt mitnehmen, dann die nächsten beiden Kurven in Richtung Mount Fuji, und dann kommen wir in den letzten sehr technischen Sektor. Das Auto gut platzieren. Da kannst du viel Zeit liegen lassen, wenn du zu weit rauskommst. Das ist sehr einfach. Die letzte Kurve, lange, lange Rechtskurve. Dann ist es wichtig, einen tollen Ausgang zu kriegen für diese lange Gerade. Es ist noch ein langer Weg, aber das war's schon. Man sieht, wie lange diese Gerade ist. Tolle Tribüne auf der linken Seite. Das war eine Runde Fuji. Also wir haben die Rundenerklärung von Nico Müller gesehen. Er ist der Champion der ersten Race Home Serie. Aber am Ende ist er doch nicht ins Superfinale reingekommen, weil unser Renndirektor Frank Bieler gesagt hat, da gab es einen kleinen Zwischenfall und Nico Müller wurde disqualifiziert. Er fällt damit auf die sechste Position zurück, ist trotzdem Champion, aber er wird nicht im Finale dabei sein. Das ist dafür Thomas Poisot, der Gastfahrer aus Frankreich. Ich darf das Ganze nicht hier kommentieren, sagt Tom Christensen, aber ich freue mich sehr auf das Superfinale mit Thomas Poisot gegen Mike Rockenfeller. Schön kleines Interview noch mit Robin Freins zu hören, der Einzige, der gegen Nico hier hätte gewinnen können. Und dann hätten wir gerne noch Frank Bieler und Nico Müller im Interview. Aber jetzt schauen wir erstmal, wer der Sieger des heutigen Rennens wird. Eine Runde auf dem Fuji Speedway. Mike Rockenfeller, der DTM-Champion von 2013, gegen Thomas Poisot, den Gewinner des Design Contests. Er hat es geschafft, sein Auto, sein Audi e-tron Vision Gran Turismo, ins große Finale zu stellen, hier auf japanischem Boden. Eine Runde liegt an, einmal diese 4,563 Kilometer mit ihren 16 Kurven. Da schauen wir beim Franzosen Thomas Poisot ins Wohnzimmer. Die Ampeln sind an. Ab geht's. Rockenfeller mit einem etwas verhaltenen Start, aber besser lief's auch nicht bei Poisot, der im Batman-Design hier die Jagd aufnimmt auf Rocky. Doch geht innen durch. Spät auf der Bremse, und damit Mike Rockenfeller nur noch auf der zweiten Position. Der hat hier mit strauchelndem Auto zu kämpfen. Beiden noch dicht zusammen. Nicht ganz so gut, sagt Mike Rockenfeller, um ehrlich zu sein. Bremspunkt etwas verspielt. Das war Thomas, nicht ganz so gut von it. Thomas Poisot. Profitiert Mike Rockenfeller. He has a run on Thomas. Und der kommt aus dem Windschatten raus gegen Thomas, geht auf der Innenbahn durch.
Now it's tight. Sector 3. Mike Rockenfeller im dritten Sektor. Da sind die beiden noch eng zusammen. Rocky Thomas vorn, aber back. Thomas Poisson drückt sich wieder innen durch. Schöner Slide. Das Franzosen, der Konter von Rocky. Da wechselt die Führungsposition Kurve für Kurve. Jetzt hat Rockenfeller wieder die Nase vorn. Poisson auf zwei. Wir sind in der letzten Kurve und möglicherweise klappt es nochmal aus dem Windschatten. Rockenfeller liegt momentan vorne. Poisson kommt, greift an und zieht raus. Der Riesen-Audi-Sport-Fan. Denkbar. Eng sind die beiden zusammen und unglaublich enges. Überfahren der Linie. Thomas Poisson holt sich den Sieg. Herzlichen Glückwunsch nach Frankreich. Was für ein Finale. Herzlichen Glückwunsch an unseren französischen Gaststarter, Thomas Poisson. Du bist hergekommen, hast nicht nur Loic Duval geschlagen, sondern holst dir im Finale den Sieg gegen Mike Rockenfeller. Ja, danke. Danke, Tom. Wirst du jetzt in der Meisterschaft in dem nächsten Jahr auch mitfahren? Du hast auf jeden Fall die Chance, wenn jetzt, wo du das vorletzte Rennen hier gegen die anderen Jungs gewonnen hast, du musst auf jeden Fall sehr glücklich sein. Mein Herz schlägt auf jeden Fall sehr heftig. Wenn ich nächstes Jahr hier wieder mitfahren könnte, das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Ja, ich hoffe, dass wir uns mal bei einem DTM-Rennen sehen. Vielleicht kommst du vorbei und schaust es dir mal an und hältst unseren Fahrern die Daumen, den ganzen DTM-Fahrern von Audi. Wäre schön, dich da zu sehen. Du kannst vielleicht ein bisschen rumlaufen mit einem großen Grinsen. Dann kannst dir sicher sein, du bist als Gastfahrer hier vorbeigekommen und hast sie alle geschlagen im vorletzten Lauf der RCCO Hashtag Racehome. Jetzt hätte ich gerne Robin Freins als Herausforderer und Vize- oder Zweitplatzierten und den Champion Nico Müller. Robin, wie siehst du das Halbfinale, das am Ende den Meisterschaftskampf entschieden hat? Du hast fast bis ganz zum Ende gemacht. Wir hätten gerne ein bisschen mehr von dir heute gesehen. Was ist aus deiner Sicht passiert in der ersten Kurve der zweiten Runde? Ich war auf der Innenseite. Ich hatte die Position eigentlich sicher. Nico hat aber sicher gemacht, dass ich den Exit der Kurve nicht gesehen habe. Das war schon hart. Oh Mann. So obviously we saw now Robin Freins talking to a steward and not a fellow driver right there. Wir haben Robin Freins gesehen, wie er zum Steward gesprochen hat und nicht zum Fahrer. How did you see it there, Nico Müller? You were. Wie hast du das gesehen, Nico Müller? Du warst in Führung vor Robin. Platz 2 und 3. What happened? Kurve 1 rein in der zweiten Runde, was passiert? Ja, zuerst mal muss ich Robin gratulieren für seine große Schauspielerkarriere, die er gezeigt hat, oder seine Schauspielerkünste. Ich hab das ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute da auf mich gezeigt haben und da mir dann keinen Platz mehr für Diskussionen waren. Wir sind in Turn 1 reingegangen, da war jeder vorsichtig. Robin ein bisschen später gebremst als alle anderen. Ist ein bisschen drüber rausgeschossen. Ich bin auf der Innenseite durch. Und der hat außen auf dem Carpet, auf dem Teppich versucht zu beschleunigen. Dann Positionen und Plätze verloren. Ich dachte, ich bin da nicht involviert gewesen. Die Leute haben es anders gesehen, aber kein Problem. Alle Augen natürlich auf dem Führenden des Rennens. Auf den Tabellenführer.
Ja, du warst auf jeden Fall gewarnt. Mit dem großen Vorsprung, mit dem du hier ins vorletzte Rennen gekommen bist. Fairer, aber harter Renndirektor Frank Bieler. Wollen wir nochmal hören, wie er es gesehen hat. Ob er zu dir gesagt hat, du sollst langsam fahren. Frank, wie siehst du es mit den beiden Teamkollegen, die hier gekämpft haben? Ja, war ein toller Kampf, sehr interessanter. Es tut mir aber leid, das Happy End hier ein bisschen zu zerstören. Während des Rennens hat es ein bisschen ausgeschaut und als wir uns das Replay dann angeschaut haben, du hattest die Chance, er hat genug Platz gelassen und du bist innen reingefahren und hast dann nach Robin berührt und das wollen wir einfach vermeiden und deswegen habe ich es im Rennen schon gesagt, bitte tauscht die Position und selbst wenn ihr das gemacht hättet, hättest du noch eine Chance gehabt, hier den Titel zu holen, aber am Ende des Tages habe ich gesagt, ja, das gucken wir uns nochmal an und danach musste ich einfach diese Entscheidung wählen. Ich glaube, gut erklärt, sagt Tom Christensen vom Renndirektor. Beide Fahrer müssen das akzeptieren und dann hoffen wir, dass wir beide Fahrer beim letzten Rennen in der nächsten Woche, dem letzten der Race Home Challenge, in der nächsten Woche wiedersehen. Robin? Also das war Blockbuster-Movie-like, die Erklärung, die du da geliefert hast. Tolles Rennen. Das vorletzte Rennen ist zu Ende. Ich danke an dieser Stelle und übergebe an Thomas Vogt für die finalen Worte, der nicht wirklich gefahren ist, weil er ein paar Probleme hatte, die normalerweise Jeremy Green hat. Aber ich konnte alles anschauen. Gratulation an Nico, tolle Saison von ihm. Viele saubere Rennen, heute ein bisschen Diskussion. Man wird das vielleicht später noch mit Frank Bieler diskutieren, der noch in der DTM in der Race Control sitzt, also sehr viel Erfahrung da hat. Viel Spaß, viel Action und wir freuen uns sehr auf das Finale in der nächsten Woche. Und da wird jeder kämpfen. Danke an Sony und für die Auktion gibt es Playstations, die von allen DTM-Fahrern unterzeichnet sind und wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Woche wiedersehen. Danke. Race Home ist fast am Ende angelangt. Das Rennen nächste Woche ist das Finale für unsere Audi DTM-Piloten auf der PlayStation. Aber es gibt noch gute Nachrichten zum Schluss. Sony hat uns insgesamt 3 der berühmten 500 Millionen Limited Edition PlayStation 4 Pro zur Verfügung gestellt. Die 6 Audi DTM-Piloten haben sie unterschrieben und sie werden für einen guten Zweck versteigert. Alle Infos gibt es auf unserer Website. Und das heutige Schlusswort gebührt unserem neuen Champion. Hi guys, so the morning after winning the Audi Race Home Charity Racing Series, still super, super happy about it. It was really a lot of fun and had time to enjoy and also to reflect on what has happened. Obviously, one main point being in there, it's the point of discussion in the semi-final, the incident with my friend Robin Frains, which I got disqualified for in the end and didn't win the semi-final, didn't make it to the super final. And just wanted to quickly give you my view on the things there, just to clarify everything. I think, we've had a very nice and fair battle all season long, and that also goes for a race in Fuji. He tried to overtake me going into the first corner, I think it was on the second last lap, if I'm not wrong. Ran a bit wide, braked a bit too late, went too deep into the corner. So I got the cutback and was on the inside on the exit. And from my point of view, I was already ahead. I didn't see his blue Aral car anymore. And I thought everything was over and I was nicely ahead again and could chase the leader of the race and fight for that one. So when I then got Frankie Bila, our race director, on the Zoom call saying, you need to change positions straight away after turn one was over.
and with a funny voice, and people shouting and being like, yeah, you have to give the place back straight away. I was like, yeah, you guys see an opportunity on keeping the championship open. You're joking, because for me there was nothing that has happened, and it was over. So in the end, it proved that it didn't seem to be a joke. I didn't definitely not want to disrespect an order of our race director. That's very clear. I thought he was making a joke. And that's why I didn't do the swap of places straight away. Looking back at the pictures, I don't want to discuss if it was right or wrong to make that call. But what is definitely clear that I didn't want to disrespect an order of our race director. Whatever he calls for is right, and just wanna make that clear. And would have loved, obviously, to keep the battle going with Robin and fight it out in the super final as well for the race win. But in the end, I think it was all about the fun. We had a lot of fun. It was exciting to hear the discussions on the radio as well. And I hope you guys enjoyed the show. We will make our very best to deliver a great show at the finale. And I hope you will tune in. Have fun, guys.